Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kongas Bad Fur Day. Kongas Bad Fur Day. Es ist so lange her, als ich die letzte Folge gespielt habe. Ja, damals ging der Controller kaputt und diesmal habe ich aber einen neuen jetzt. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich kann mich jetzt noch erinnern, was letztes Mal dran war. Ja, ich hab hier so Mistvieh. Ja. Ja, laber nur du dummes. Laber nur du dummes Vieh. Nein. So. Wir müssen nämlich hier über diese Scheiße balancieren. Mit einem halbwegs guten Controller dürfte es gehen. Die Fledermaus kann mich mal. Die können nichts. Nein, Kongo. Du machst keine Scheiße. Weil, oh Gott. Oh ja, das wird mies. Aber man kann es schaffen. Ich bin wieder guter Laune. Lass mal Kongo springen. Der Seite ab, genau. So kann man nicht abkürzen. Wer welchen Pro ist in dem Game? Stürzt nämlich ab und stirbt einen schmerzhaften Tod. Ja, das war die Leber. Hallo Leber. So, hab ich mal gucken. Ich habe aber noch 16 Leben, also dürfte es kein Problem sein. Ich sehe noch spätere in der späteren Folgen ein Problem, weil ich weiß, was da noch kommt auf uns. Ja, ich hab's kapiert, du Mistfledermaus. Kannst du irgendwie springen? Ja, kann ich mal. So. So, Leute, was sich alles zugetragen hat in der Zeit, ich war auf der GalaCon, ich war auf der Gamescom. Und diese Fledermaus hat mich echt bekommen, das ist ja ganz schön krass. Auf jeden Fall war ich auf diesen zwei Cons. Und ich muss sagen, eigentlich gefällt mir die GalaCon mehr, aber es ist andere Fandom, andere Anzahl an Leuten. Anderes Thema, ist ja klar. Naja. Auf jeden Fall kann ich schon nur an diesen beiden Dingern empfehlen. Weil sie machen einfach nur Spaß. Und es gibt coole Leute, auch bei der Gamescom, muss man sagen. Wobei ich das nicht so bevorzuge, aber. Okay, Mann. Merke mir, man darf dieses Seil nicht anfassen. Sonst endet das mal schlimm. Ja, danke, Tod. Oh Gott. Crack bringt mich um. Wisst ihr noch, Crack, der grimmische Sensenmann? Der kleine Feine. So. Ja, ich hab's kapiert. So, ich fragte euch bestimmt, warum ich so unlustig, ungelaunt klinge. Das liegt an meiner Situation hier. Weil ich Konka gleich eine knallen will. Nein, weil bei der Stimmung total im Arsch war. Ich hatte eine Phase, wo ich mal durch war. Und seitdem her bin ich nicht mehr so humorvoll wie früher. Auf jeden Fall muss ich trotzdem feiern über einiges. Das wird wieder nichts. Oh, voll. Ich kapiere die Logik nicht, aber immerhin haben wir es geschafft. Kannst nicht mal, du bist Vieh. So, haust du von mir? So. Ich liebe immer noch diese alten Retro-Spiele, weil auf der Gamescom, ich kann mich so langsam nicht mehr mit den neuen anfreunden irgendwie. Zumal, ich muss mal gucken, wie ging die Sichtnummer zu wechseln? Das müsste die C-Buttons sein. Ja, er guckt schon zum Seil hin. Was wollte ich gerade sagen? Ach, ja, Nein. Oh. Bleib oben, bleib oben. Konker, mach keinen Scheiß. Das wäre jetzt nicht so toll.
Jetzt habe ich es endlich mal nach 100 Jahren geschafft hier. Ich weiß, dass Money over here ist. Oh Gott. Okay, das war ein Problem. Aber Gott sei Dank hat mich dieses Spinnnetz hier gehalten. Oh Gott. Ich merke schon, ich werde alt. Nein, Oh Gott. Hm. Okay. Jetzt nicht unbedingt auf die Fresse fliegen. Du bekommst mich nicht, du Mistvieh. Das ist ja schön, schön geregelt hier. Wenn ich diesen Blickwinkel überhaupt nicht nachvollziehen kann. Hallo. Komm. Er sieht mich, aber geht nicht auf mich zu. Hey, over here. Yes. Moosbundoli. Hey, I'm here. Hurry up. Pick me up, shithead. Danke. Cool. Laughing all the way to the back. So. Jetzt gibt's nur ein Problem. Und zwar, dass ich nicht weiß, wo es ihre Kamera zu drehen. Oh Gott. Ich will hier nicht runterfliegen. Du lässt mich auch nicht runterfliegen, oder? So. Wow. Das könnte dann... Wow. Das könnte nicht wieder eine Deko machen. So, wo liegt der Schalter? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ah, jetzt geht's. So, ich muss darüber. Echt? Oh Gott. Puh. Eigentlich geht's leicht, weil... Und so, ne? Aber... Es geht nicht leicht. Das war mein Herz noch und, Goddammit, stelle ich mich richtig dumm an. Aber hey, ich bin hier oben. Immerhin, also ich kann mich nicht so beschweren. Oh Gott, was war das denn? Also auf jeden Fall muss ich mich noch mit dieser Spielkamera vertraut machen. Was machst du, du Mistvieh? Ich hätte dich jetzt Klebeck basht, wenn du das machst. Das gibt's doch nicht. Ich sehe gerade selber, schon 9 Minuten auf dem erst. Da drüben war das Seil. Oh nein, 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 bitte nicht, Konga. Lieber Konga. Oh. Da gibt's so manchen Fehler im Bug. Mich nicht so an, du scheiß Fledermaus. Bloß weil ich hier faile, du Computer gesteuert bist mit deiner KI. Einige zerfeiern sich jetzt einige, wie ich gerade hier auch rüber humpel, aber es geht echt schwer mit dem Controller. Nein! Ja! Ja! Oh!
Leute, ich hab's endlich nach 100 Jahren geschafft. Nach 100 Jahren endlich mal hier auf die Fresse zu fliegen. Oh ja, das tut gut. Das ist geil. Ja, Paddel, komm her. Ich muss sagen, dass ich German Let's Play nicht so toll finde, ja. Aber. Naja. So, hier gibt's eine lustige Kleinigkeit. Und zwar nicht diese zwei Gesellen hier, die mich dran hindern wollen, mit meiner wertvollen Fracht hier rüber zu schwimmen. Weil ihr hört es schon lachen, das sind diese Zahnräder, den ich eins überbrutzeln muss und entführen muss, like Misshandlungsstyle. Seht ihr euch an, wie die aussehen? Sie schreien auch noch help, also... Im Prinzip ist man ein Vergewaltiger, der die nur mitnimmt. Diese lustigen zwei sind hier irgendwie sinnlos, finde ich. Oh Gott, schwimmen, Konga, schwimmen. Numero uno ist da. Not dead, ja. Oh, sorry, das muss ich machen. Hey, oh, hold it out. Come on, put it on, quick. Put it on, I like it like that. Oh, fantastic. Hang on, I think I got it on the wrong way around. Black booger, you have? What are you doing? tja... Ich weiß auch nicht, ob Zahnräder Blowjobs geben können. In dem Fall ist es der Fall, ja. Hier, das sind mal Dinger zum Luft holen. Ich freue mich auch nicht später drüber, weil da kommt auch eine Passage, die ich überhaupt nicht mag und die kommt nach der. Oh Gott, sorry Mädels, aber ich muss euch leider entführen. Gibt es einen einfachen Trick? Eins habe ich schon wieder bekommen. Das blaue geht ein bisschen schwerer, aber das kriegen wir auch hin. Ach, ihr Armen. Die waren so fröhlich. So fröhlich waren sie und jetzt müssen sie zurückgebracht werden zu ihren Freier. Zahnrad. Auf jeden Fall muss ich die aufstehen. Ah, diesmal richtig rum. Komm, wir. Leicht pervers, aber geht schon. Also, mich juckt's nicht. Kauka ist eben ein Spiel, wo was ein bisschen au, fuck you. Das passiert. Okay, jetzt habt ihr auch mal gesehen, was passiert, wenn so ein Goblin-Vieh einen trifft. Hau ab, du Mistvieh. Ich warn dich. Du kriegst so eine übergebrüsselt. Oh Gott. Übrigens ist die Musik von Grant Kirkhope. Der hat auch den Soundtrack für... Komm her. Donkey Kong 64 gemacht. Das ist ein richtig klasse Spiel, weil ich auch noch gerne Let's Playen wollte. Nur geht es schwer. Ich habe auch noch damals schlimme Kindheitserinnerungen bei einem gewissen Level, was Aqua-Albtraum hieß. Und Fabrik Fatal. Das waren immer die schönen Level, glaube ich. Glaubt mir.